Hallo zusammen, Meier3007 hier und ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Rezension des Buches Funkenfeuer von Martin Mucher. Das Buch wurde mir von meiner Verlag freundlichweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Das Buch hat 250 Seiten und kostet 12 Euro. Das Ganze spielt in Vorarlberg und da hat das Funkenfeuer große Tradition. Es ist ein großes Feuer, das immer am Ende des Winters abgebrannt wird, um die kalte Jahreszeit zu vertreiben. Eine weitere Tradition ist der sogenannte Funkendiebstahl. Eine Gemeinde versucht dann quasi der anderen Gemeinde den Funken zu stehlen, also den Holzhaufen, bevor dieser abgebrannt wird. Wachtmeister Schmiedle hat also alle Hände voll zu tun, um dies in seiner Gemeinde zu verhindern. Doch er soll bald ganz andere Probleme bekommen. Denn eine junge Lehrerin ist plötzlich spurlos verschwunden. Ein Motiv hat Schmiedle bald gefunden. Die Lehrerin hat den Bürgermeister seiner Gemeinde wegen sexueller Nötigung verklagt. Sollte das ein Motiv sein? Aber der Bürgermeister, gegen den ermittelt sich natürlich nicht so leicht, denn seine Familie ist schon seit mehreren Generationen an der Spitze des Ortes und hat entsprechend viele Freunde, die von Schmiedles Ermittlungen alles andere als begeistert sind. Vor allem die Gattin des Bürgermeisters macht ihm mehr als einmal deutlich, dass er diese Ermittlungen doch bitte lassen soll. Doch Schmiedle macht unbeirrt weiter und deckt so allerhand Geheimnisse in seinem Dorf auf. Ob wirklich der Bürgermeister hinter allem steckt und ob es Schmiedle gelingt, die Lehrerin wieder zu finden und ob der Funken am Ende gestohlen wird oder nicht, das dürft ihr selber lesen. Meine Meinung? Naja, meins war dieses Buch jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn mit dem Charakter von Wachtmeister Schmiedle und auch der Handlung irgendwie nicht so ganz warm geworden. Vor allem diese Dialektszenen haben mich irgendwie beim Lesen immer wieder gestört. Es hat es schwer gemacht, das Buch zu lesen teilweise, finde ich. Das Cover wiederum finde ich recht schön gemacht. Ich vergebe hierfür gut gemeinte 3 von 5 möglichen Sternen. Es ist der erste Fall für Wachtmeister Schmiedle. Ich denke, die weiteren werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht besorgen. Aber wer Vorarlberg-Krimis mag, kann sich dieses Buch gerne mal ansehen. Mit diesem Video war's das jetzt. Wir sehen uns dann gleich zu meiner nächsten Rezension wieder. Also bleibt dran. Meier3007.